Zwei Kandidaten pro Folge stellen sich einem Hindernisparcours der besonderen Art. Gefährliche Dinosaurier, anspruchsvolle Aufgaben und Spezialevents. All das ist Jurassic Castle. Die Regeln. Jeder Kandidat ist auf sich gestellt und tritt einzeln an. Das Ziel ist es, möglichst viele Punkte in möglichst kurzer Zeit zu sammeln. Punkte sammelt man, indem man grüne Linien überfährt. Ein Zusatzpunkt gibt es für das Überqueren der Ziellinie. Fährt man jedoch über eine rote Linie, so wird ein Spezialevent ausgelöst. Hierbei handelt es sich um besondere Aufgaben, positive Events oder sogar negative Events. Der Versuch des Kandidaten endet, wenn dieser zerstört wird, wegglitscht oder die Ziellinie erfolgreich überquert. Dann stoppt die Zeit und die bis dahin ergatterten Punkte werden gespeichert. Gewonnen hat derjenige, der nach 10 Folgen die meisten Punkte gesammelt hat. Sollten jedoch mehrere Kandidaten die gleiche Punktzahl haben, dann entscheidet die Zeit. Zu gewinnen gibt es für den ersten Platz einen 50€ Amazon-Gutschein, für den zweiten Platz einen 30€ Amazon-Gutschein und für den dritten Platz einen 20€ Amazon-Gutschein. Der erste Kandidat, der hier heute bei unserem neuen Format antreten wird, das ist Zocker Kings. Herzlichen Glückwunsch! Du bist heute der allererste, der diese Strecke offiziell durchfahren wird. Ich habe natürlich schon einige Testläufe gemacht und ich kann schon mal sagen, es ist super, super schwierig und ich bin echt gespannt, wie weit die Kandidaten heute kommen werden. Ich hoffe natürlich weit, damit wir möglichst viel von der Strecke sehen, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an. Und damit beginnt die Zeit für Zocker Kings, unserem allerersten Kandidaten von Jurassic Castle. Ich bin sehr gespannt, wie er sich schlagen wird. Geht jetzt gleich schon in das erste Gehege bzw. Hindernis. Das ist noch relativ simpel. Hier sind Pachis drin. Hier ist es echt wichtig, nicht viel Leben zu verlieren. Weil die Pachis können echt gefährlich sein, wenn man denen nicht gut ausweicht. Und genau in diesem Moment fährt er gegen ein. Eieiei. Verliert 20% Gesundheit. Aber das ist noch alles im Rahmen. Muss jetzt hier drehen und wird gleich... Oh, oh. Das wird knapp. Das war ganz knapp. Wird nochmal weggerammt. Eieiei. Das ist jetzt kritisch. Ist jetzt hier voll gegen die Wand gedrückt. Muss jetzt zusehen, dass er hier wegkommt. 56% nur noch. Und da kommt schon der nächste Pachy. Also diese kleinen Pflanzenfresser sollte man nicht unterschätzen. Aber das sieht jetzt gut aus. Jetzt schafft das hier. Und überquert die erste grüne Linie. Das heißt, der erste Punkt für Zocker King. Und hier vorne geht schon direkt über die erste rote Linie. Event ausgelöst. Betäube ein bewegtes Ziel. 2 von 3 Pfeilen müssen treffen. Das Ziel ist ein Ceratosaurus. Als Belohnung wird eine Abkürzung freigeschaltet. Zocker King steht bereit und es geht jetzt gleich los. 2 von 3 Pfeilen müssen gleich sitzen. Und er kommt auch schon. Oh Gott. Da fliegt schon der erste Schuss. Wir sind übrigens in Zeitlupe, wie ihr seht. Und das ist ein Volltreffer. Richtig schön in den Hals. Der Pfeil steckt noch. Also der erste Schuss ist definitiv ein Treffer. Da erschreckt sich sogar der Terrato und bleibt stehen. Jetzt kommt gleich der zweite Schuss. Man sieht schon Zocker King zielen. Und der Schuss geht raus. Der sieht gut aus. Der sieht sehr gut aus. Ja, der trifft. Oben noch getroffen. Das sollte jetzt eigentlich reichen, um ihn hier zu betäuben. Und dann hat Zocker King es schon geschafft. Direkt die ersten beiden Schüsse ein Treffer. Viel besser geht's ja gar nicht. Dann wird er seinen dritten Fehlschuss gar nicht mehr brauchen. Wir machen mal auf normal. Und da geht er down. Und die Aufgabe ist erfolgreich gemeistert.
Und durch diesen Erfolg schaltet er hier den Grünweg frei, die Abkürzung. Weil man es nicht geschafft hätte, wäre man den roten Weg weitergefahren. Sehr, sehr gut gemacht, Zocker King. Und der rote Weg, der bedeutet nichts Gutes. Das werdet ihr irgendwann auch noch herausfinden. Heißt natürlich nicht, dass man dann ausscheidet, aber dann besteht ein sehr, sehr gefährliches Gehege bevor. Und hier ist auch schon die zweite Linie. Wieder ein Punkt für Zocker King. Hat jetzt schon 2 Punkte gesammelt. Und er düst hier weiter. Kommt jetzt in den nächsten Bereich. Fährt aber nochmal gegens Tor. 56% hat er. Okay. Jetzt schauen wir mal. Er ist jetzt hier in einem Fleischfressergehege. Von Hererasauren, wie ihr seht. Es könnte gefährlich werden, wenn er hier stehen bleibt. Ist nie gut. Oh, er wird jetzt auch schon angeditscht. Oh, 50%. Ist jetzt im roten Bereich. Ja, du musst da jetzt am besten vorbeifahren, Zocker Kings. Ansonsten wird das hier sehr, sehr schwierig für dich. 49%. Oh Gott, das ist jetzt gar nicht gut. Boah, ist wirklich komplett umgeben von Hereras. Tastet sich aber ganz, ganz vorsichtig hier etwas voran. Oh, macht das jetzt hier gut. Das war ein super Sprung, den er hier gemacht hat. Das ist ein sehr enges Gehege. Deswegen entschuldigt ab und zu die schlechte Kameraführung. Zocker Kings macht das hier vorsichtig, aber super. Ja, fährt außen rum. Sehr schön, jetzt wieder innen. Hier wieder außen. Und ich glaube, er hat es jetzt hier gleich geschafft. Jo, das sieht gut aus. 39% noch. Verliert hier auch ein bisschen was, dadurch, dass er immer so fliegt und ein wenig abhebt. Gibt jetzt nochmal Gas und ich glaube, das Gehege sollte er hier schaffen. Und dann geht es auch schon zu den nächsten Punkten. Die hat er jetzt nämlich sicher. Und auch das nächste Event wird getriggert. Event ausgelöst. Durchquere das nächste Gehege, ohne einen Dinosaurier zu berühren. Als Belohnung wird eine Abkürzung freigeschaltet. Ja Leute, ihr habt's gehört. Zocker Kings darf jetzt keinen der Edmontosauren berühren. Hat auch sehr viel mit Glück zu tun, wo die sich gerade befinden. Aber das sieht gut aus. Die befinden sich hier gerade alle etwas weiter weg. Das heißt, Zocker Kings sollte jetzt hier schnell durchfahren. Sobald er hier einen berührt, versagt er und überschlägt sich jetzt hier voll. Dann misslingt die Aufgabe und, oh nein, er wurde berührt. Damit ist die Aufgabe leider gescheitert. Ihr werdet gleich sehen, was dadurch passieren wird. Aber erstmal muss das hier lebend durch das Gehege schaffen. Das ist nämlich auch gar nicht mal so einfach, wie ihr seht. Den ganzen Huckeln hier. Ich meine, die Edmontos gehen jetzt eigentlich nicht aggressiv auf ihn los. Aber die geraten halt in Panik, wenn er sich nähert. Und dadurch kann das dann auch sehr gefährlich werden. Er hat nur noch 18%. Schafft es jetzt aber ins nächste Gehege. Und kann direkt weiterfahren. Hätte er es hier geschafft ohne Berührung, wäre dieser Weg frei geworden und er hätte eine Abkürzung fahren können. So muss er jetzt leider einen Umweg in Kauf nehmen und den roten Weg entlang fahren. Der führt ihn in ein gefährliches Fleischfressergehege mit Metriacanthosauren. Mit 18% Leben ist das natürlich super gefährlich. Könnte jetzt hier wirklich das Ende für ihn bedeuten. Er bleibt jetzt auch hängen und stehen. Das ist nie gut. Oh, 14%, 12%. Das war's für Zocker Kings. Zocker Kings ist ausgeschieden. Schade, schade, schade. Aber trotzdem gut Punkte gesammelt. Ich glaube, 3 Stück waren es an der Zahl. Wird jetzt nochmal weggerammt und komplett gefinisht. Ich kann euch das Ganze nochmal von oben zeigen. Also hätte man es ohne Berührung hier oben geschafft gegen die Edmontos, dann wäre man hier direkt zu den Punkten gekommen. Und wenn man es nicht schafft, muss man hier nochmal einen Umweg durch das Fleischfressergehege in Kauf nehmen. Und dann ist es natürlich umso schwieriger. Sehr, sehr schade, Zocker Kings. Aber trotzdem, ich glaube, das ist eine sehr gute Leistung. Vielleicht schaffst du es damit ja, einen der Preise am Ende von diesem Format abzustauben. Du wirst natürlich auf der Tabelle erstmal auf Platz 1 eingeordnet. Die Zeit ist übrigens nicht die, als du ausgeschieden bist, sondern das ist die Zeit, wo du deinen letzten Punkt eingesammelt hast. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Kandidat.
Und nach dieser spannenden ersten Runde, die auch, glaube ich, gar nicht schlecht war, kommen wir direkt zur zweiten Runde und zu unserem zweiten Kandidaten bzw. unserer zweiten Kandidatin. Und das ist Tora Hayashi. Herzlichen Glückwunsch. Du trittst hier als zweites an. Ich bin super gespannt, ob du es hier schaffst, mehr Punkte zu sammeln. Auch für dich geht es natürlich direkt los und die Zeit startet. Ich hoffe, du schaffst es noch weiter, damit wir vielleicht mal den ganzen Parcours sehen. Aber der Kings hat es wirklich schon sehr weit geschafft. Also es war ein sehr, sehr guter Versuch. Vielleicht schaffst du es damit halt wirklich auch einen Preis zu gewinnen. Das weiß man nicht. Da müssen wir uns überraschen lassen. Du machst das hier aber super, Tora. Du bist jetzt aber direkt weggerammt. Ich sollte vielleicht nichts mehr sagen. Immer wenn ich die Kandidaten lobe, passiert irgendwas Schlimmes. Oh oh, nicht stehen bleiben vor den Pachis. Okay, er hat sich Gott sei Dank weggedreht. Eieiei. 82% ist nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall in Ordnung, wenn man hier nur 18% Schaden bekommt. Noch besser ist natürlich komplett ohne Schaden, aber das machst du jetzt wirklich souverän und gut. Und hier ist auch schon der erste Punkt. Sehr gut. Und dann geht's auch hier direkt als nächstes zum Schuss-Event. Event ausgelöst. Und jetzt startet auch der Versuch hier für Tora. Der Cerato sollte jetzt hier gleich auch erscheinen und dann kommt der erste Schuss raus. Jo, da dreht sich Tora auch schon. Und der erste Schuss fliegt. Oh, der ist tief. Der ist sehr tief. Und der ist durch die Beine durchgeflogen. Oh mein Gott, das ist ärgerlich. Ich glaube, er sprintet hier direkt weiter. Das heißt, der zweite Schuss wird wahrscheinlich direkt folgen. Ja, das sieht ganz so aus. Jetzt kommt der zweite Schuss. Der muss treffen. Und der fliegt auch. Und der trifft. Okay. Der Pfeil sitzt. Leute, das ist sehr gut. Ich weiß nicht, ob er direkt wieder weiter sprintet. Manchmal bleiben sie stehen. Ich glaube, er sprintet wieder weiter. Das ist ja unglaublich. Ne, er ist stehen geblieben. Okay. Will ja keinen Druck machen, aber der dritte Schuss, der jetzt kommt, der muss sitzen. Sonst schaffst du es hier nicht. Der ist voll niedrig. Oh nein. Der ist in den Boden eingeschlagen. Oh nein. Damit hat es Tora leider nicht geschafft. Zwei Schüsse leider daneben gemacht. Ja, leider hat es Tora nicht geschafft. Und das heißt, der normale Weg wird leider nur freigeschaltet. Nicht die Abkürzung. Die hat ja Kings beim letzten Mal freigeschaltet. Und jetzt seht ihr wenigstens, was bei diesem Weg passiert. Das ist sehr gefährlich, kann ich schon mal spoilern. Aber das werdet ihr sowieso gleich sehen. Sobald es hier vorne über die rote Linie geht, dann wird nämlich das nächste Event getriggert. Event ausgelöst. Triceratops Stampede. Ich bin jetzt echt gespannt. Es wird nämlich richtig gefährlich werden. Triceratops sind ja allgemein gefährlich. Und wenn die dann noch schnell am Rennen sind, da kommen schon die ersten. Oh oh. Natürlich auch Glückssache, ne? Oh, der zweite kommt auch. Jetzt muss Tora ausweichen. Oh, ja, sehr gut ausgewichen. Da kommen noch mehr. Oh Gott. Jetzt bleibt sie hängen. Das ist nicht gut. Oh Gott, die Stampede hat sie erfasst. Sie lebt aber noch. 10%. Da sind aber noch weitere Triceratopse, die gleich wahrscheinlich loslaufen. Da kommt schon der nächste. Oh, oh. Ausweichen. Tora, fahr vorbei. Ich drück dir wirklich die Daumen. Oh nein. Ja, der blockiert jetzt voll den Weg. Vielleicht hat sie Glück und er läuft links vorbei. Sieht zumindest gerade so ein bisschen so aus. Oder auch nicht. Eieiei, okay. Der hat sie voll erfasst und weggeschoben. Also die Stampede hat hier kurzen Prozess gemacht und sie kriegt sogar noch mal einen hinterher, wird noch mal weiter weggeschoben. Also das ist schon ganz schön übel, ne? Aber man kann auch Glück haben, also das ist halt alles so ein bisschen random, wann die loslaufen und wie die laufen, wie man fährt. Aber trotzdem sehr, sehr spannend. Aber daran sieht man einfach, dass diese Aufgaben, wie zum Beispiel das Schießen und sowas, sehr, sehr wichtig sind. Aber wir gehen trotzdem jetzt mal zur Tabelle und schauen mal, wie viele Punkte Tora gesammelt hat. Für dich geht es leider hier nur auf Platz 2 mit nur einem Punkt. Die Zeit ist wieder die Zeit, wo du den Punkt eingesammelt hast. Und das war's mit der ersten Folge Jurassic Castle. Falls es euch Spaß gemacht hat und gefallen hat, dann würde ich mich selber ein Däumchen freuen. Und falls ihr hier mal mitmachen wollt, dann müsst ihr jetzt einmal unten in die Kommentare Hashtag JC schreiben. Und mit etwas Glück seid ihr beim nächsten Mal mit dabei.
Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.